Ich freue mich über die gute Stimmung, die ich hier spüre, über diesen Bienenschwarm, wie das hier summt und surrt. Das macht mich glücklich, wenn ich sehe, wie viele Leute sich auf diesem Marktplatz tummeln. 4 Tage lernen, 4 Tage konkret praktisch anwenden und nächste Woche am besten in der Chorprobe umsetzen. Mut machen für das ganze Thema Chorleitung, aber eben dann auch Einfluss und auch ein Stück Druck ausüben auf Ausbildungsinstitute, auf Hochschulen, um dieses ganze Berufsbild Chorleitung aufzuwerten. Aufbruch Chor. In den letzten 10 Jahren hat sich unglaublich was getan. Der DCV ist an dieser Entwicklung ganz maßgeblich beteiligt. Wo, Herr Scherf, sehen Sie denn so die Ankerpunkte für diese Startrampe? Ja, mich hat am meisten begeistert, dass wir wieder die Kinder erreichen. Dass also wir über 5000 Kindergärten haben, mit denen wir wirklich täglich singen. Und dass die Eltern das gut finden und dass die damit werben. Und ich spüre auch, dass unter den Hochschulen inzwischen immer mehr Hochschulen wieder Chorleiter, Hochschullehrerstellen einrichten. Das ist ja auf der anderen Seite so wichtig, dass wir dieses Interesse der Leute am Singen, der Kinder und der Eltern, dass wir das mit gut ausgebildeten Chorleiterinnen und Chorleitern haben. Wir müssen richtig sehen, dass wir genügend Chorleiterinnen und Chorleiter haben, die wir den Chören anbieten können. Und wenn das zusammenkommt, dann geht die Post ab. Ausschreiben, dann dachte ich mir, ja, das hört sich gut an, ich bewerbe mich und es hat geklappt. Es ist toll, so in so einem Auswahlensemble zu singen und man lernt musikalisch einfach sehr viel. Unser Konzert ist morgen Abend und natürlich versuchen wir so viel wie möglich mitzunehmen. Also jung ist zum einen der Altersdurchschnitt natürlich, wir sind alle Studenten oder in dem Alter und zum anderen ist es was ganz Besonderes, weil die meisten von uns noch nie Hamollmesse oder so in die gesungen haben und wir die jetzt neu entdecken und das ist sehr, sehr spannend. Gloria Dei Patris Pan.